Wenn man bei stark bewölktem Wetter im Regen oder während der Dämmerung Tiere fotografiert, dann muss man häufig die ISO etwas höher einstellen. Vor allem eben dann, wenn Action abgeht und eine längere Verschlusszeit einfach keine Option ist. Und wenn eben nur noch wenig Licht auf den Sensor gelangt, dann haben wir manchmal mit mehreren Problemen zu kämpfen. Unter anderem verlieren wir an Bildschärfe, das heißt Details. Das Bildrauschen nimmt stark zu und teilweise sieht man auch wirklich, dass die Dynamik und Farbumfang abnimmt. Und während das mit neueren Kameras besser geworden ist, habe ich das Gefühl, ich fotografiere halt auch immer häufiger oder immer lieber in diesen speziellen Lichtsituationen, wo man halt nur wenig Licht hat. Was macht man nun? Zum einen setze ich natürlich gerne Objektive ein, die relativ lichtstark sind, aber ich muss auch sagen, mein 100-500er nehme ich auch ganz gerne, weil ich halt die Flexibilität von einem Zoom habe. Oder vielleicht habt ihr ein 800 mm Blende 11 oder irgendein Objektiv, das eben ein wenig leichter und günstiger ist. Und hier hat neue Software, neue spezielle Entrauschungssoftware mit künstlicher Intelligenz schon sehr viel gebracht. Ich setze hier primär Topaz Denoise ein. Mir ist aber in letzter Zeit schon aufgefallen, dass ich mit DxOR Puro bei den wirklich hohen ISO noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und gerade gestern ist von DxOR Puro die Version 3 erschienen und das hat mich noch einmal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, soll ich weiterhin auf Denoise oder vor allem den Nachfolger Photo-II von Topaz setzen oder vielleicht doch mal Puro noch etwas genauer anschauen und dort investieren. Und ich habe einige Tests gemacht und in diesem Video möchte ich euch einmal vier Bilder zeigen, die ich jeweils mit DxOR Puro und mit Photo-II bearbeitet habe, so gut wie es ging. Und dann ein fünftes Foto möchte ich wirklich live mit euch hier bearbeiten, damit ihr auch ein bisschen einen Eindruck vom Workflow kriegt. Denn das ist für mich ein sehr wichtiger Teil, selbst wenn die Qualität beim einen ein bisschen besser ist. Wenn es nicht in meinem Workflow passt, wenn ich zu viel Zeit dabei verliere oder so, dann nutze ich es am Ende nicht. Und ich hoffe einfach, dass euch dieses Video diesbezüglich ein bisschen helfen kann. Wie gesagt, vier Bilder habe ich schon bearbeitet, aber ich möchte gleich mit dem starten, das wir hier sozusagen live bearbeiten können. Es handelt sich hier um eine Tannenmeise im Anflug, bei 12.800 ISO fotografiert. Das Bildrauschen im Hintergrund ist gar nicht so schlimm, einfach weil der Hintergrund hell ist. Und bei hellen Hintergründen hat man meistens nicht so ein Bildrauschen. Trotzdem, wenn wir hier wirklich reinzoomen, man sieht schon ein bisschen Bildrauschen und auch in der Meise, die ist halt im Schatten, die ist eher dunkel. Dort sehen wir wirklich das Bildrauschen. Und die Schärfe ist okay, sie ist nicht perfekt. Ihr seht eine 1600 Sekunde. Mir war klar, dass das riskant ist. Ich hätte lieber eine 3200 gehabt, aber irgendwann hat man halt einfach kein Licht mehr. Ich mache jetzt einmal einen Rechtsklick und gehe hier auf Öffnen mit DxOR Puro. Das ging sehr schnell. Jetzt fragt er mich wegen den Objektivkorrekturen. Ich habe hier rum experimentiert, ich würde die wirklich nicht anwenden. Vielleicht, wenn ihr irgendwie im Weitwinkelbereich etwas macht, aber er zeichnet sonst zu stark scharf, man kann das natürlich abstellen, aber die Vignettierungskorrektur, die fand ich auch viel zu extrem. Dann bearbeite ich das Foto jetzt hier einmal. Oben bei der RAW-Verarbeitung nehme ich den Deep Prime XD, das hat für mich einfach bis jetzt die beste Qualität gebracht. Als Ausgabeformat ein DNG, also dass ich den größtmöglichsten Bearbeitungsspielraum habe. Und bei Ziel sage ich einfach, er soll einen Unterordner machen in dem Ordner, wo das Foto momentan ist. Und anschließend wähle ich hier aus, dass ich es nach Capture One exportieren möchte, denn durch diesen Öffnen mit Befehl ist es nämlich so, dass die Datei sonst nicht zurück in DxOR Puro geliefert wird. Das ist mit Capture One irgendwie ein klein wenig mühsamer. Ich werde euch nachher gleich noch den Lightroom Workflow zeigen. So, die Entwicklung ist nun abgeschlossen und ich kann das hier schließen. Und anschließend öffnet eben Capture One einfach das Importfenster. Das heißt, ich kann das hier anklicken, einfach dem Katalog hinzufügen, denn es ist ja schon in dem Ordner, wo ich es haben möchte. Dann haben wir das Foto hier, das neu entwickelte. Und dann werde ich es dann ganz kurz in meine Sammlung ziehen, die ich jetzt für dieses Video gemacht habe. Und dann hätten wir das hier bearbeitet. Als nächstes werde ich das Foto mit Photo-AI bearbeiten. Und dann habe ich hier ein Open-My-Menu Process with Topaz Photo-AI. Auch hier nehme ich wieder ein DNG, einfach um die beste Bildqualität zu erhalten. Warte schnell, bis Photo-AI sich geöffnet hat. Und der Hauptunterschied, denke ich, oder einer von den großen Unterschieden ist,
dass wir bei Photo AI eigentlich ein Interface haben, wo wir wirklich das Ergebnis sehen, dann die Parameter verändern können, dann wird die Vorschau wieder geupdatet. Das heißt, wir haben irgendwie ein bisschen mehr Spielraum. Wir können das Ganze feintunen, wir können sagen, ich möchte weniger entrauschen, mehr entrauschen, weniger nachschärfen, mehr nachschärfen. Und ihr seht hier schon Subject Detected, das erkennt den Vogel und das klappt meistens extrem gut. Also ähnlich gut wie bei Lightroom, wenn nicht sogar besser. Das heißt, man kann dann auch wirklich sagen, okay, die Nachschärfung soll zum Beispiel nur auf dem Vogel erfolgen. Das Entrauschen macht dann standardmäßig über das ganze Bild drüber, wenn ich das richtig gesehen habe bis jetzt. So kam es mir jedenfalls vor. Das heißt, wir haben hier zumindest theoretisch mehr Möglichkeiten. Standardmäßig ist das meistens viel zu stark. Ihr seht schon hier, das ist eine Katastrophe. Ich werde hier einmal bei Raw Remove Noise auf Normal gehen. Ich mag den Strong-Algorithmus einfach überhaupt nicht. Noch einmal kurz warten, bis das updatet. Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Ich nehme ganz kurz einmal das Sharpen raus, nur zum Schauen, wie es dann aussieht. Dann ist es doch etwas soft, das heißt, ich lasse das drin, aber mache es vielleicht ein bisschen schwächer und nehme dafür vielleicht die Rauschunterdrückung, setze ich ein bisschen hoch, dass wir ein bisschen mehr haben. So gefällt es mir eigentlich ganz gut soweit. Jetzt gehe ich einmal zu Save to Capture One. Dann seht ihr, hier wird das Bild bearbeitet und hier muss ich dann auch nichts mehr importieren in Capture One. Also das erscheint dann gleich so, wie es eigentlich auch sein sollte. Okay, wir haben jetzt das Foto hier in Capture One, das neue DNG. Wenn ich es anklicke, seht ihr, die Farben sehen ziemlich schlecht aus. Das kann man einfach beheben, indem man bei der Rauschreduzierung hier die Farbe auf Null setzt. Da sehen wir hier im Vergleich, dass beide eigentlich einen relativ guten Job machen, das Rauschen im Hintergrund zu unterdrücken. Ich denke, DxO Puro ist hier vielleicht ein Hauch besser. Auf der anderen Seite haben wir hier bei Topaz AI etwas mehr Schärfe. Das heißt, also bei Photo AI, das heißt, was ich jetzt noch probieren könnte, einfach um den Test möglichst vollständig zu machen, wäre hier noch einmal das Foto nehmen und dann würde ich sagen, bearbeiten wir es gleich noch einmal in Pure Raw. Und diesmal möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn wir hier die Objektivkorrekturen reinnehmen. Ich klicke wieder auf Jetzt entwickeln und diesmal nehmen wir hier die Objektschärfe rein. Lassen wir sie mal auf Standard für den Moment und wir tun auch die wichtigsten Sachen hier rein. Die Vignettierung würde ich jetzt lieber nicht reinnehmen, aus genannten Gründen. Und starten auch hier wieder die Verarbeitung. Das existiert bereits, das Bild, das heißt, wir geben einen neuen Namen. Und dann läuft das jetzt wieder und dauert einen kleinen Moment. So, und nun sehen wir schon ein ganz anderes Bild. Also oben links immer noch Topaz AI, Photo AI, oben rechts das DxO ohne die Objektivkorrekturen. Und für einmal muss ich sagen, wirkt das mit den Objektivkorrekturen unten links für mich besser. Die Schärfung ist am oberen Bereich, also hier hätte ich vielleicht statt Standard lieber den Weichwert genommen, aber ihr seht, es holt sehr viel raus. Ist fantastisch, wenn man das mit dem Originalbild vergleicht, also hier war ich wirklich begeistert. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie das Ganze mit Lightroom funktioniert und nachher schauen wir uns die Ergebnisse von allen Fotos ein bisschen im Überblick an. Ich habe jetzt hier Lightroom geöffnet, ich bearbeite jetzt einmal diesen Tannenhäher hier. Finde ich eigentlich ganz ein gutes Foto. Das Problem hier ist, es gibt gar nicht so viele Probleme mit dem Bildrauschen. Also wird ein einfacher Job sein. Es geht jetzt auch mehr hier um die Demonstration. Hier solltet ihr auf Datei und dann eben nicht irgendwie bearbeiten mit, sondern bei den Zusatzmoduloptionen auf das DxO Pure Raw 3 Plugin oder unten dran Topaz Photo AI. Und anschließend funktioniert das eigentlich genau gleich wie bei Capture One. Ihr seht, das Interface ist hier ein bisschen anders aus Lightroom raus. Hier werde ich jetzt zum Beispiel die Objektivkorrekturen wieder rausnehmen allesamt. Aber ansonsten ist das dann sehr, sehr ähnlich. Die Verarbeitung startet. Es geht noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, gestreamlined. Und anschließend kommt ihr direkt wieder in Lightroom zurück und habt das Foto auch da drin. Gut, nun wie versprochen die anderen Fotos. Ich habe einerseits hier eines von einem anderen Tannenherr, ein Foto, das mir einfach ein bisschen besser gefallen hat, einmal entwickelt. Und wie gesagt, so viel gibt es nicht zu tun. DeepPrime macht einen recht guten Job. Auch ohne Objektivkorrekturen, finde ich, aber schärft es schon fast ein bisschen zu stark nach. Es ist noch okay, aber es ist wirklich an der oberen Grenze für meinen Geschmack. Dann Photo AI, muss ich sagen, gefällt mir hier nicht so gut. Hinter dem Auge, die weißen Federn sind extrem scharf. Aber oben, genau über dem Auge, ist es ein bisschen weicher. Also es ist irgendwie so eine nicht... Soll ich sagen, die Schärfe ist nicht gleichmäßig verteilt, einfach da oben, wo man weniger Mikrokontraste hat, schärft es nicht so gut nach. Ich habe dann versucht, das Bild noch als TIFF in Photo AI zu bearbeiten, anstatt als RAW. Und das ist das rechte Resultat. Und da seht ihr, ist es ein bisschen gleichmäßiger.
Aber trotzdem, hier würde ich die Punkte an Deep Prime geben, auch wenn ich eben sagen muss, es ist für meinen Geschmack einfach ein bisschen an der oberen Grenze von der Nachschärfung. Beim nächsten Bild hier von einer Tannenmeise haben wir sozusagen zwei Probleme. Einerseits das Rauschen, das man relativ deutlich sieht, auch durch den dunklen Hintergrund. Und andererseits ist die Schärfe nicht perfekt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich da mit 1200 mm fotografiert habe. Vielleicht noch interessant für einige von euch, das Foto von vorher habe ich halt mit Canon aufgenommen, das jetzt mit der Nikon Z9, also damit ihr auch seht, man kann mit anderen Kameras den Workflow auch machen. Ich habe hier auch im komprimierten RAW fotografiert mit Nikon und auch das scheint relativ gut geklappt zu haben, wenn wir uns das Ergebnis von DxO Pure RAW 3 anschauen. Sehr viele Details, kaum etwas verloren und der Hintergrund rauscht quasi nicht mehr. Wenn wir noch eins weitergehen zu Photo AI, hier ist der Hintergrund vielleicht ein Müh ruhiger, aber kaum ein Unterschied, aber es rechnet tendenziell ein bisschen mehr Details raus, also gerade hinter dem Auge. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht auf YouTube bei der Komprimierung. Ich werde unten dran in die Videobeschreibung noch einen Dropbox-Link legen, wo ich die Screenshots jeweils verlinkt habe, dass ihr die wirklich auch in guter Qualität anschauen könnt. Also hier sehr knapp, ich würde vielleicht ganz knapp DxO Pure RAW 3 den Vorteil geben, aber wir werden sehen. Das nächste Vergleichsbild ist von einem Habicht, den ich diesen Winter aufgenommen habe. Und hier war es einfach noch früh morgens, bevor die Sonne sich wirklich gezeigt hat. Das heißt, ich war bei 10.000 ISO, die Verschlusszeit war trotzdem schon grenzwertig. Die Schärfe ist aber da, das ist okay, aber es rauscht halt relativ stark. Auch hier macht sowohl Photo AI als auch DxO Pure RAW einen sehr guten Job, finde ich. Sie entrauschen beide ähnlich gut. Ich finde einfach, was die Details angeht, wirkt hier Deep Prime etwas, also der Deep Prime Algorithmus von Pure RAW, irgendwie etwas natürlicher als Photo AI. Die Unterschiede sind nicht gewaltig, aber auch hier würde ich Pure RAW den Vorteil geben. Und dann als letzter Vergleich für heute habe ich noch eines von einem Elefanten mitgebracht, den ich in Botswana fotografiert habe. Und hier war einfach das Problem, dass es auch schon sehr spät war. Es war noch Sonnenuntergang, dadurch haben wir die schönen Farben. Und das Bild rauscht halt relativ stark. Und hier funktioniert DxO Pure RAW einfach viel besser. Wenn wir in den Hintergrund schauen, da haben wir bei Photo AI doch ein bisschen Muster irgendwie im Hintergrund, ein bisschen Strukturen, wo Pure RAW noch ganz, ganz wenig Rauschen hat. Das ist aber kein Problem, das ist irgendwie ein feines Rauschen, das stört nicht. Und wenn wir auf den Elefant selber gehen, sehen wir bei beidem, dass die Haare unten dran im Mundbereich relativ gut erhalten worden sind. Aber gerade um die Stoßzähne, was da DxO Pure RAW noch rausholt gegenüber Photo AI, das ist wirklich heftig. Also abschließend muss ich sagen, mich hat wirklich erstaunt, was mit DxO Pure RAW 3 geht. Also das ist einfach nochmal ein Level mehr. Ich habe jetzt momentan den Eindruck, da liegt DxO Pure RAW einfach momentan vor Photo AI und D-Noise. Ich habe Photo AI, D-Noise, Sharpen AI schon, das heißt, ich werde die auch einfach behalten. Aber ich denke, ich werde mir jetzt das DxO Pure RAW 3 kaufen. Und vermutlich das primär einsetzen. Ich werde sehen, vielleicht werde ich dann ab und zu noch ein paar Vergleichsbilder machen. Das Gesamtpaket gefällt mir einfach bei Pure RAW deutlich besser. Und falls ihr interessiert seid, das einmal selbst bei euren Fotos zu testen, es gibt für beide Softwares eine kostenlose 30-tägige Testversion. Ihr müsst auch keine Kreditkarte oder irgendetwas vorher angeben. Ich habe die Links einmal unten verlinkt und wenn ihr es nachher kaufen würdet, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das über diese Links machen würdet. Dann würde ich einfach eine kleine Provision kriegen. Für euch wird das Ganze nicht teurer. Falls ihr eines oder beide Programme auch schon getestet habt, würde es mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und es würde mich auch interessieren, ob ihr grundsätzlich in der Zukunft interessiert werdet an weiteren Videos, vielleicht ein bisschen mehr Tutorials, wie genau ich die Software nutze. Lasst es mich einfach wissen und ich wünsche euch einen schönen Tag.